Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills zusammen mit Bendodan und Skipper. Hallo. Hallo zusammen. So. Dann schnapp ich mir jetzt die Typhoon oder was? Ich würde erstmal sagen, sagen erstmal Bescheid, was wir machen. Wir gehen in den Wald. Jo. Du schnappst dir die Typhoon. Erst noch den anderen Anhänger. Den wollten wir jetzt verkaufen. Genau, den anderen Anhänger. Warte, ich fahre den zum Händler, weil so dicke haben wir das Geld nicht. Ja, ich habe vor, den zum Anhänger, Ding zu fahren. So. Okay. Skipper, bist du auch unterwegs zum Händler? Ja, ich bin jetzt da. Was hast du? Hast du da was dabei? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich einen Anhänger für Holzstämme holen und den anderen, den Herr Jens Holzhacker, für Sägemehl, Hackschnitzel. Du willst den echt schon holen? Why not? Ja. Wo stellen wir den hin? Ja, genau da hinten, wo alle anderen Sachen auch stehen. Ach, du willst jetzt nicht den stationären holen, ne? Sondern den großen? Den mit hinten dem Förderband. Ja, halt den eigentlichen Biomasseaufbereiter. Den Biomasseaufbereiter, ja. Genau. Warte mal, was kostet der Spaß nochmal? 64. Ja, ist von Jens, ne? Ist schon geil. Ja, ist von Jens, richtig. Bei Jens war ich auch schon mal gucken. Ja, der macht schon Spaß. Vor allem, wir kriegen jetzt, ich weiß nicht, wie viel wir noch kriegen für den Anhänger. In welchen Wald gehen wir denn? Am besten da, wo viele Bäume sind, weil wir brauchen jetzt viel Material. Eigentlich müssten wir dann dahin gehen, wo wir beim letzten Mal waren. Also da bei dem Steinbruch oder was. Da war auch ein großer Platz für den Jens. Ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich bin eigentlich schon fast ready. Ich hole mir nur noch die Baumstumpffräse mit als Gegengewicht. Ja, und das ist gar nicht schlecht. Dann hole ich nachher noch die Typhoon. Ja, genau. Obwohl, ich kann die Typhoon auch jetzt vorne mitnehmen und die dann nachher geben im Wald. Ja, ich glaube, ich kann die Typhoon jetzt auch aber noch mitnehmen. Ich habe ja auch Fronthydraulik frei. Wenn du jetzt den Anhänger noch fährst bei einem Händler, dann passt das nicht. Das hat ja letztens übel zu dem Bug geführt. Bei welchem war das denn? Bei irgendeinem Schlepper hat das hinten so, weil die Hydraulik so nah ist. Naja, keine Ahnung. Wenn nicht, wie gesagt, hol dir jetzt einfach den Steper, fahr den zum Händler und dann gucken wir. Wenn wir irgendwann mal zu viel Geld haben, ne, dann sollten wir nicht nur hier 1000 Setzlinge hinstellen, sondern wir sollten einfach mal ein kleineres, flaches Feld kaufen, Wiese drauf machen und dann halt so eine richtige, ordentliche Zucht an Bäumen. David, mal ganz blöde Frage. Ja? Wieso? Ah ne, Quatsch, das ist viel zu dünn, sehe ich. Habe ich gut? Dann den Hexer bekommen, dass ich den schon erschiffen kann? Ja, ich kann dir den holen dann, Moment. Ja, dann hol du den Häcksler. Den Häcksler. Wollt ihr das auf den Haufen kippen, oder? Achso, ja, ich kann den Häcksler noch gar nicht kaufen, wir haben noch nicht genug Geld. David muss den erstmal verkaufen, den anderen Anhänger. Ja, dann kommt der aber. Wir tauschen jetzt quasi den schönen Ladewagen hier mit dem Perlfingerkran. Ne, Steperkran war das, ne? Ja. Genau. Der ist doch dasselbe, so. Soll ich dann schon mal den. Dann nehme ich hier schon mal den. Welches Forstgebiet war das denn? Ach, das war hinten am Steinbruch, gell? Ja, genau. So, auch gar nicht weit weg vom Händler eigentlich. Weil ja, da ist ein richtiger Überladeplatz, da hätten wir Platz für den Hacker, ne? Ja. Und da können wir dann nämlich schön mit der Drehschimmel ran. Nimmst du dann den Hacker mit, dann nehme ich jetzt hier diesen... Oder sollen wir mal Haufen machen, ist auch nicht verkehrt, oder? Ich weiß nicht. Skipper, wenn du den Hänger geholt hast, hol mal bitte unsere Drehschimmel vom Hof. Ja, oder ich mach das, wenn ich dann Skipper die Sachen gekauft habe. Dann kann Skipper ja schon mal den Acker wegbringen. Oder so. Ja, ich wollte jetzt hier gerade diesen Forstanhänger, den Rogen auf, dieser Anhänger zum Wald bringen. Ja. Und Spitzen und so willst du dann hacken und die ordentlichen Längen verkaufen, ja. Oder? Ja, also Plan? Die ersten Stücke, die würde ich im Wald, hier muss ich rein. Also wird forsttechnisch jetzt auch gut aufgerüstet. Ja, da würde ich sagen, sind wir dann auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Genau, die dicken Stücke legen wir auf den Anhänger drauf und alles, was danach dann kommt, die legen wir dann
Auf den Hacker. Bist du nicht da vorne bei? Was? Bei dir nicht. Ja, okay, dann stell den mal gerade irgendwo hin, genau, danke. Aber 45.000 hat er jetzt nicht gebracht, ne? Der hat die Hälfte gebracht. Ja gut, der hat 54 gekostet. Ja. Ich dachte, du hättest gesagt, dass wir dafür noch 50 kriegen, oder was? Nee, der 54 hat er gekostet. Okay. Hatte mich gewundert, vom Preis her. Ist ja doch viel Geld dann. So. Dann ziehen wir das Schätzelein eben mal weg. Gut, dass der einen eigenen Motor hat, ey. Generell ist der einfach richtig geil. David, ich habe gerade voll Bullshit gebaut. Was hast du getan? Ich habe meine Folge beendet. Ja, dann würde ich sagen, dann herzlich willkommen, Zuschauer, beim Daniel, vom Daniel in meiner Folge. Ja, genau. So. Ich wollte nämlich eigentlich, das Schlimme ist, bei mir die Taste für die Signalleuchten anzumachen und für die Aufnahme zu starten liegen nebeneinander und jetzt habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ja, bei mir war Position 1 hatte ich schon mal Livestream starten drauf. Oh, das ist auch geil. Habe ich aber noch nicht. Also ich war da clever genug. So. Boah, ist das ein Gerät, ey. Schon krasses, ne? Oh, übel, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Kannst du mal kurz die Typhoon wegholen? Ich habe was vor. Ich will das nämlich so machen. Querstellen, dass du mit den Anhängern immer rundfahren kannst. Ja, genau, dass man quasi mit den Anhängern auf der Straße bleiben kann. Mhm, okay. Gut, die hat ja eh noch also die kann man ja eh noch ein bisschen bewegen. Das ist ja ganz nett gemacht da. Das stimmt. Aber gut, dass wir hier auch ein Häuschen haben, weil ganz ehrlich, im Moment, da habe ich eine ganz schwache Blase, wenn ich im Wald unterwegs bin. Cool, das Ding kannst du aber nicht mehr fahren, sobald du das Ding am Ausklappen bist, dafür reicht die Energie nicht mehr. Ja, oder es rollt nur dann nur so, dass du denkst, es ist eigentlich vorbei. Ich lasse das Ding aber noch aus, weil das frisst ja Sprit ohne Ende. Nee, die. Soll ich den Traktor dann vor dem Hänger stehen lassen, oder? Entweder so, oder du gibst den David, dass er die... Hast du gerade die Drehschäbel dabei gehabt? Ja, der hat gerade die Drehschäbel dabei gehabt. Ach so, ja, dann muss ich ja gar nicht mehr losfahren. Nö. So. Also meinetwegen können wir anfangen. Dann sollten wir hier jetzt mal richtig wüten, würde ich fast sagen. Ja, du kannst dir, also wenn nicht, lass Skipper mit dem John Deere fahren mit den Drehschirmen, da hol du dir den Puma und hol den die Typhoon und zieh die Bäume aus dem Wald. Guck mal, ich schneide auch gerne Bäume, ne? Ja. Ja klar. Oder holen wir noch einen Schlepper hier hin? Nee, das reicht. Und ich baue den Johnny um auf den zweiten Frontlader. Dann kann einer den Hacker beschicken und einer den Anhänger vollstapeln. So viel ist das doch gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie viel Kasala wir hier machen, oder? Achso, okay. Auf jeden Fall fällt jetzt der erste Baum. Ich habe jetzt einfach mal angefangen. Vorsicht, David. Ach. Und schon die Kabine im Sack. Erster Baum, schon die Kabine im Eimer. Dann mache ich hier mal weiter. Ja, Forstkäfig hätten wir buchen sollen. Ja, solange... wir haben aber, glaube ich, keinen Traktor mit Forstkäfig. So, wie lang ist eigentlich der Anhänger, dass das passt, da ich da nicht die Holzstämme zu lang mache? Wie lang ist er? Oh, komm, Mann, wir schneiden die großen Stücke auf 8 Meter. Und nicht so schneiden, jetzt wo du bist. Den muss David erst rausziehen. Ja gut, dann lass ich den hier nur um. Soll ich dir dann mehr da runterrollen lassen? Ja, ich kann nur hier, ich fahre nicht mit dem Dings in den Wald rein. Mit dem Fendt. So. Zack, zack, fertig werden. Gerade merke ich auch wieder, dass meine Nase sich wieder so ein bisschen meldet. Habt ihr das heute eigentlich so bewusst wahrgenommen, dass ich erkältet bin?
Ja, du hörst dich total nasal an, klar. Ah, okay. Aber ich habe gehofft, dass es nicht so schlimm ist. Man muss ja nicht immer was sagen. David ist, ja, das musst du mir dann mit dem Dings machen. David ist gerade unterwegs. Jo. Wir haben nur noch einen Frontlader, ne? Wir haben nur noch einen, ja. Hä, der hatte Frontlader-Konsole? Hab ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, wir hatten nur noch einen Frontlader. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Bin mir da nicht so sicher. Fronthydraulik, so. So. Ja. Große Frage, wie funktioniert dieses Windmühlengerät? Oh Gott, kannst du damit nicht umgehen? Weil wenn nicht, dann fahr du mit dem Fan.